Langsam aber sicher hat es sich nun endgültig für den Verfassungsschutz und für den Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang ausgeträumt, denn die Kritik wird immer größer, nicht nur von Seiten der AfD oder von Seiten der Union, sondern auch mittlerweile von den Seiten der Ampel in Form von einem Wolfgang Kubicki von der FDP, der beispielsweise sagt, dass der Umgang mit Hans-Georg Maaßen, dass diese Heranführung, diese Bezeichnung als Rechtsextremist nicht nur mehr als fragwürdig sei, sondern auch, wie man das Ganze erörtert, ja, in keinster Weise nachvollziehbar und sinnvoll ist. Lassen Sie mich mal Ihre Einschätzung dazu in den Kommentaren wissen und ob Sie auch glauben, dass dadurch jetzt ein Stein losgerollt wird und die Kritik am Verfassungsschutz immer noch größer wird, und geben Sie dem Video auch auf jeden Fall einen Daumen nach oben.